Der Verdacht erhärtet sich. Ein in der südafghanischen Provinz Kandahar stationierter US-Soldat soll mindestens 15 Zivilisten erschossen haben. Medienberichten zufolge befinden sich unter den Toten 9 Kinder und 3 Frauen. Bei dem Amoklauf im Distrikt Panchwai seien außerdem weitere Menschen verletzt worden. General Carsten Jakobsen von der internationalen Schutztruppe ISAF bestätigt die Untersuchung des Vorfalls. Wir wissen bisher, dass der Soldat unseren Standort verlassen hat und kurz nach den Vorfällen zurückkehrte. Er wurde sofort in Gewahrsam genommen. Die Untersuchungen dauern zur Stunde noch an. Nach Informationen westlicher Sicherheitskreise hat sich der Soldat nach der Tat freiwillig gestellt. Der Vorfall sorgt erneut für politischen Zündstoff. Erst im Februar hatte die Verbrennung von Koranausgaben durch US-Soldaten heftige Proteste ausgelöst.